Was geht ab, YouTube? Tactics ist wieder back am Start und dann ein Fortnite-Video für euch. Heute schon das zweite. Checkt auf jeden Fall das erste Video ab, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich weiß auch nicht, warum das in der Abo-Box nicht angezeigt wurde. Aber klickt da auf jeden Fall nochmal rauf. Ich werde es sonst nochmal teilen. Also, damit ihr es auf jeden Fall nicht verpasst. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Video geworden. Und ansonsten geht es heute mal um dieses Video. Und zwar gibt es einen neuen Trick. Und zwar ist es der Pump plus MP-Trick. Also, viele unterschätzen diese Tactical MP. Also, ich finde die richtig heftig, diese Maschinenpistole. Und die sitzt im Hintergrund, wie räudig sie sich im Busch versteckt haben. Nochmal dazu sei gesagt, dass dieses Gameplay mit einem Abonnenten aufgenommen wurde. Also, der ist mir einfach gejoint, was ich eigentlich gar nicht mag. Aber ich dachte mir mal in dieser Runde, okay, weißt du was, ich spiele mal mit ihm. Und ich muss sagen, wir haben es echt weit gebracht. Also wirklich, es hat auch Spaß gemacht. Man hätte vielleicht ein bisschen reden können, das wäre besser gewesen. Aber so war es auch schon richtig, richtig nice. Und auf jeden Fall soll es heute mal darum gehen, wie ich die Zweikämpfe, oder zumindest die meisten Zweikämpfe in diesem Video gewonnen habe. Und zwar war das meistens mit der MP. Also ich habe meistens mit der Shotgun einen Hit gegeben, dann haben die schon gut Damage bekommen. Also so gefühlt 100 Schaden oder so oder 100 Leben verloren. Ich glaube, die Shotgun gibt ja auch 210 Damage oder so, obwohl seit dem neuesten Update weiß ich es gar nicht mehr. Aber die grüne, da gibt es ja noch eine blaue jetzt, die ist richtig krank. Die grüne auf jeden Fall, mit der habe ich am Anfang gespielt. Ich habe ihn hier gehört, habe ihn gesehen, habe ihm einen Hit gegeben, das waren aber nur 42 und dann einfach mit der MP geschossen, dann war der auch schon down. Also das ist auf jeden Fall eine richtig heftige Kombo. Müsst ihr euch nur dran gewöhnen, dass ihr schnell switcht, zumindest die Waffen. Manchmal können das Leute ja nicht, dieses schnelle Switchen. Da habe ich auch noch manchmal Probleme mit dem Bauen auch. Dazu wollte ich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem auch habt, aber ich habe auch in den Kommentaren oft gelesen, er baut zu langsam. Ich habe das Problem, wenn ich schnell von der Wand oder auf die Treppe switche, dass das manchmal hängen bleibt oder dass er dann wieder zurück auf die Wand geht und dass das dann buggt. Ich weiß, ihr habt dieses Problem auch. Vielleicht liegt es auch an meiner PlayStation, vielleicht müsste ich die Pro mal nehmen von meinem Bruder. Vielleicht würde es dann besser laufen, aber auf jeden Fall habe ich dieses Problem. Und deswegen baue ich manchmal langsam, manchmal nimmt er das auch gar nicht an, wenn ich irgendwie das Bauen bestätige. Keine Ahnung warum, aber vielleicht habt ihr einen Tipp, dass da irgendwie, keine Ahnung, an den Einstellungen oder so. Ja, auf jeden Fall die Pump und MP, ihr habt es hier schon wieder gesehen, ich habe schon 3 Kills damit gemacht. Ist auf jeden Fall richtig krasse Kombo. Ihr seht es hier schon wieder, da habe ich den auch wieder fast mit der MP geholt. Da hatte ich aber nur keine Munition mehr, sonst hätte ich den auf jeden Fall da weggeholt, ohne Gnade. So, die Burstwaffe mag ich eigentlich gar nicht. Ich habe in diesem Video, ich habe mit der Burstwaffe gespielt, die ich eigentlich überhaupt nicht abkann. Ich weiß nicht warum. Zumindest, also die blaue spiele ich zwar, aber ich finde, die connecten irgendwie nicht zurzeit. Die Scar ist auch richtig schlecht geworden, habe ich das Gefühl. Also die connectet auch null. Deswegen muss ich da mal gucken, ob ich überhaupt mit der Scar in Zukunft noch spiele. Die blaue, ich glaube die blaue AR, ich weiß nicht, welche das ist, diese M4 nenne ich sie einfach immer. Die ist geil, also die mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gern. Mit der spiele ich auch gerne. Aber wie gesagt, es war trotzdem eine richtig knackige Runde, also richtig, richtig nice. Mit dem Bobarayiwa. Keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, wenn du dieses Video hier siehst, fühl dich gegrüßt. Schreib es in die Kommentare, wenn du es da, wenn du dabei warst oder wenn du es warst. Ich weiß nicht, wie du auf YouTube hier heißt. War auf jeden Fall eine richtig coole Runde. Und die Pump plus MP-Taktik. Also probiert sie auf jeden Fall mal aus. Muss aber die taktische MP sein. Die andere MP, da kenne ich mich nicht so gut aus. Diese taktische MP macht auf jeden Fall krank Schaden. Also probiert es auf jeden Fall aus. Damit ist dies brutal OP. Tier auf jeden Fall nice geholt geworden von ihm. Wiederbelebt worden. Krasser Teamspieler auf jeden Fall. Er hat auch hier diese neue Lenkrakete. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Checkt es auf jeden Fall aus. Diese Lenkrakete ist nicht so mein Fall, muss ich sagen. Aber guckt euch das Video auf jeden Fall an. Verlinke ich oben rechts sonst nochmal bei dem i. Könnt ihr raufklicken und abchecken. Und ansonsten schreibt mal in die Kommentare, mit welcher Waffe am liebsten ihr spielt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also ich bin auf jeden Fall kein Sniper-Freund. Ich spiele lieber so eine Shotgun, MP-Taktik. Die feiere ich auf jeden Fall zurzeit unnormal. Also könnt ihr mir sagen, weil ich sitze hier auch mit der Sniper, bin ich auf jeden Fall ein richtiges Opfer. Es gibt auch diesen neuen Scharfschützen-Gefecht-Modus, glaube ich. Kann ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir gestern gespielt, 2-3 Runden, haben zwar zweimal gewonnen, aber ihr seht es hier, der hat auch nicht gebaut. Ich habe zwar bestätigt, der hat nicht gebaut, was ich sehr, sehr komisch fand. Werden mich viele haten dafür, weil die sagen werden, ey, was ein Kack-Noob. Aber wie gesagt, der hat einfach nicht gebaut. Ich weiß nicht warum, aber ja. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, mit welcher Waffe ihr spielt. Interessiert mich auf jeden Fall. Und welches Level ihr seid, das interessiert mich viel, viel mehr. Und ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen möchtet. Ob ihr irgendwie eine Taktik wieder sehen möchtet oder irgendwelche Tipps, die ich euch geben kann, damit ihr besser werdet in Fortnite. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Sagt ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Und natürlich die Glocke aktivieren, nicht vergessen.